Einen schönen guten Morgen, Flensburg. Flens Fitness hier mit Fitlit Moin Moin. Und wir stellen euch heute die nächste Übung vor. Ich war gerade auf Maggie hier am Schlachthof, im wunderschönen Park. Es ist noch super kalt, aber die Sonne scheint. Das sind die besten Verhältnisse für das nächste Video. Bis gleich. So, und wir sind wieder hier im Schlachthof mit Maggie diesmal. Hi. Und wir machen hier heute die gekreuzte Kniebeuge. Dazu darf sich Maggie wie in der Kniebeuge normal aufstellen, schulterbreiter Stand. Und dann darf sie einmal wieder nach oben kommen und den rechten Fuß hinter den linken Fuß einmal stellen, diagonal. Dann kommt sie mit dem Knie in die Lücke, die sich dann ergibt und kommt runter in die Kniebeuge. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Knie in der Variante weiter nach vorne kommt, weil es eine kniedominante Übung ist und die Arme nach vorne kommen, damit sie das Gegengewicht für ein hinteres Bein einsetzt. Zielmuskel ist hier, wie gesagt, ist er kniedominant, das heißt der Oberschenkelmuskel, der vordere, und auch natürlich euer Gesäß. Denkt bei der Übung noch einmal daran, den Rücken wie bei der normalen Kniebeuge auch gerade zu lassen und aufgerichtet zu bleiben. Die Hausaufgabe für diese Woche ist, 50 Mal diese Kniebeuge-Variante durchzuführen. Einmal auf der rechten Seite und einmal auf der linken Seite. Das Ganze dreimal die Woche. Aufteilen könnt ihr das, wie ihr das wollt. Ob ihr das in der freien Natur macht oder bei euch im Wohnzimmer, das ist euch überlassen. Das war mal wieder Fit mit Moin Moin und Flens Fitness. Seid dabei in der nächsten Woche mit der nächsten Übung. Bis dahin. Ciao. Returns the same place without change. I would do the same and get out of your strength.